Leute, heute diskutieren wir darüber, ob Kucke zum FC Bayern München wechselt. Genau, Kucke, spanischer Jugendnationalspieler, 22 Jahre alt und im Moment ja, bei Atletico Madrid und spielt alles im Mittelfeld. Mittelfeld, genau. Also variabel eines Mal. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall stärken. Erstmal Marktwert. Marktwert haben wir bei ihm stolze 30 Millionen. So eine Ausstiegsklausel haben, die bei 60 Millionen liegt. Da Atletico hoch verschuldet ist, wie das kolportiert, dass er schon für 30 bis 40 Millionen gehen könnte. Ich schätze, 40 Millionen sind realistischer als 30 und auch mehr als 60. Falls er geht, 40 Millionen, das ist der Preis, den ich als realistisch ansehe. Stärken auf jeden Fall, das war ja einsetzbar. Der hat im Halbfinale gegen Chelsea einfach alles gespielt. Der hat 6er gespielt, 8er gespielt, auf den Außen gespielt. Der kann alles, der ist so ein bisschen so wie Thiago, nur defensiv stärker. Also der hat wirklich viel, viel Talent, viel Potenzial. Pressing-resistent, der kann den Ball halten, der ist, hat die Spielidee nach vorne, kann nach hinten absichern. Ist auf jeden Fall für mich der, ja, einer der talentiertesten Mittelfeldspieler der Welt. Mhm. Schwächen, tatsächlich fällt mir da auf Anibis ein. Ich habe mir wirklich viele Spiele von Atletico angeguckt und der ist weder wirklich fehleranfällig noch torungefährlich oder sowas, dem geht eigentlich nichts ab. Der ist kompletter Mittelfeldspieler, der viele Positionen sehr gut abdecken kann und der auf jeden Fall auch im Kurzpassspiel gut zur Geltung kommt. Also wäre das wieder für Bayern ein guter Deal. Und vor allem, obwohl er noch jung ist und natürlich noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat, schon jetzt ein Spieler, den man gebrochen hat. Schon könnte mit zur WM fahren, ich gehe davon aus, dass das tut. Steht im Champions League-Finale und mein Dafürhalten wäre das unter Pep ideal, spanischer Nationalspieler. Ich meine, ich möchte nicht allzu viel Spanier haben, weil ich glaube, wenn Pep weg ist, dann könnt die auch sagen, also dann gehe ich auch. Und das, die Gefahr möchte ich nicht eingehen. Also das Risiko ist ziemlich hoch, wenn man jetzt den Kader mit Spanien spickt und die sagen, nee, sorry, Pep ist weg, ich habe keine Lust mehr. Aber gucke, den würde ich nehmen. Der ist, in meinen Augen, wäre das ein Top-Transfer. Und ich kann mir vorstellen, dass Bayern zuschlägt, weil ich davon ausgehe, dass Schweinsteiger oder Kroos uns verlassen werden. Also mit Koke wäre der, in meinen Augen, der Königstransfer auf der Position. Ja, ich glaube, das wäre auch, dass es eine sinnvolle Ergänzung wäre. Würde sicherlich, also ich schätze nicht direkt Stamm spielen, aber mittelfristig schon. Ich glaube, der Pep wird den wie Thiago, sobald er fit ist, spielen und dann passt das. Weil Pep eben sein System durchrüttelt und Koke ist prädestiniert für das System. Ich glaube, der würde direkt den Takt vergeben, zumal ich ja davon ausgehe, dass er als Schweinsteiger oder Großersatz kommen würde. Und dann ist ja eine Planstelle auch. Also für mich, Koke, ja, bitte.